Ja, hallo Leute, ich grüße euch zum, ja, ich wollte sagen, lustigen Glühkerzenwechsel. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Die Dinger waren meiner Meinung nach mit 15 Newtonmeter festgezogen. Ich versuche jetzt mal die erste mit 10 zu lösen. Man fühlt sich irgendwie nicht so schön an. Ja. Ziehen wir mal besser als drücken. So. Versuchen wir es mal so. Dann werden wir ihn mal jetzt auf 11 stellen. Vierzehn. Vierzehn. Fünfzehn. Fünfzehn, wie gesagt, ist meiner Meinung nach, na, fünfzehn. Ja, so ist fünfzehn, genau. Mit dem ich es festgezogen habe. Also eigentlich, ich habe ihn ja auch warm gefahren. Hat sich schon ein bisschen gedreht. Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Würde sagen, ich sprühe das noch mal ein. Ich habe nämlich da noch so ein zweites Mittelchen. Und lass das noch mal ein paar Minuten einwirken. Genauso machen wir es. So, ich bin frisch gestärkt. Und ja. Meine, es sieht ganz okay aus. Die Sache da noch mal ein bisschen zusätzlich beleuchten.
Ich hatte gerade das Gefühl, dass sie sich schon ein bisschen gerührt hat hier bei 15 Newton. Ja, ab und zu knackt er durch, aber ich meine, sie dreht sich. Ich hatte, war jetzt drin, was essen und ja, habe das zweite Zeug noch mal drauf gesprüht, noch mal einwirken lassen. Ich könnte natürlich 16 einstellen, aber so besser, glaube ich. Langsam, aber sicher oder mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Scheint lose zu sein. Nee, nix da. Ist das gute Stück. So sieht die neue. Warte mal. Ich guck mal. So sieht die neue aus. Alte mal weglegen. Kilometer bleibt nicht ohne Spuren. Ich mache die jetzt nicht alle auf einmal raus, sondern nacheinander. Und ja, hoppla. Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal den Schaft mit eingerieben habe. Aber ich habe jetzt gesehen, die machen das alle
hier diesen Schaft einreiben. Ich denke mal, schaden wird es nicht. Oder wollen wir nicht geizen, ne? Wir haben es ja. Gut, so, das soll reichen. Ja, jetzt gilt es, das Teil da unten wieder reinzufriemeln. Erstmal von Hand ansetzen. Und dann denke ich mal mit Gefühl. Das fühlt sich ganz gut an. So, ich mache 15 wieder drauf, Feierabend. Ja, die waren ja eingestellt. Okay, keine weiteren Experimente. Ja, ich würde sagen, die erste ist gemacht. Zweite kommt, aber wie ihr hört, so knackig. Also flüssiges Rausdrehen ist das nicht. Aber Schritt für Schritt, Hauptsache, sie zerlegt sich nicht dabei. Puh, schrittweise geht's vorwärts. Hm.
Schaufeln ist was anderes, das sage ich euch. Die Knochen trocken. Oh, ich glaube, sie kommt. Ei. Damit die Dreckbrühe da nicht reinläuft. Wimmert ja ordentlich. Na, sag mal was. Was ist das? Mein Gott. Mal gucken. Vielleicht ist er schon los. Nee, ist er nicht. Die macht aber echten Stress hier. Wahrscheinlich. Das muss ich nochmal behandeln. Ich habe sie raus. Wie man sehen kann, sieht die im Vergleich zu der anderen alten irgendwie so ein bisschen rostig, gammelig, trocken aus. Naja, aber sie ist raus, ein Glück. Nummer 3 ging super raus und da ist sogar noch oben ein bisschen altes Fett dran. Also, das war jetzt leicht.